kann tatsächlich einfach gleich. Ja, naja, ist egal. Komm, wir setzen ihn da hin. Einmal Sand hinein. So. Ja, doch. Das ist ein guter Plan. So machen wir das. Und das heißt, zurück. Das Inventar ausleeren. Hier, du kommst auch da rein. So. Und du kommst da rein. Und dann müssen wir neuen Ton machen. Toll, einen Sand habe ich jetzt da. Komm her, ich setz dich mal hier hin. Neuen Hundsit für alle Blocks Sand. Ja. Okay, haben wir hier noch Farbstoff drauf? Ja, haben wir noch. Kann ich da mal ein bisschen mehr draufhauen? Davon brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel. Davon haben wir noch 30, da zwei. Ja, komm, wir brauchen gebrannten Ton. Dann schauen wir doch mal, was wir denn da so im Lager haben. Gebrannter Ton, ja, das ist nicht viel. Aber immerhin etwas. Dann kann ich den gleich hinbringen. Dann ist der hier schon mal weg. Das Inventar ist wieder leer, weil wir ja gleich ein leeres brauchen. Also ich kann hier gleich färben, hier, komm. Einpacken, färben. Ja, die Außenrum hier, genau. So. Ja gut, das war's schon. Zack, zack, bleiben wieder zwei übrig. Okay, und damit zum Agrarplatz. Aber Moment mal, beim Agrarplatz, komm, wir gehen nochmal aufs Rotsteinfeld. Und ernten da gleich mal ein bisschen was ab hier. Ist ja schon alles voll wieder. Das brauchen wir sowieso dann auch wieder. Den ganzen Rotstein. So, zack, einmal abgeerntet. Ja, soll es gewesen sein. Dann zum Agrarplatz. Sense kann wieder weg. Dann kann ich was hier in die Kiste schmeißen. Wie heißt die eigentlich nochmal? Seed Processor. Okay, der Samenverarbeiter. So, zack, rein da. Oder haben wir da schon was drin? Ja, genau. Nehme ich gleich mit. So, der Dünger, den ich nie brauche. Aber egal, schmeiß ich da rein. Ich kann ja nichts wegschmeißen. Geht ja nicht. Ist ja Minecraft. So, und dann, achso, nee, Moment, hier. Haben wir denn überhaupt jetzt genug Erde? Ja, ja, doch, da ist was da. Aber vom Wasser nicht. Warum ist denn das hier alles so rechts? Das habe ich doch gar nicht so gemacht. Oder doch? Weiß nicht. Ich nehme mal zwei jeweils mit. So, aber zwei ganz komplette Stapel voll. Ja, dann suche ich mir das hier wieder raus. Ist einfacher. Ton. So, wir haben Ton. Das da. Ah, guck mal, das ist gut hier. Also nur jeweils zwei von diesen Stapeln. Und dann Ton. Und den müssen wir dann noch brennen. So, zack, zack. Da kriegen die Öfen wieder was zu tun. So, und noch was, ja. Noch was da. Das war aber. So, und wie machen wir das jetzt? Wollen wir da noch mehr machen? Ja, doch, können wir auf jeden Fall. Können wir auf jeden Fall, weil wir gebrannten Ton oder eben erstmal ungebrannten Ton auf jeden Fall auch so immer brauchen können. Wir müssen ja nicht alles einfärben. Also nochmal zwei davon. Und, oh, nochmal zwei davon. Das geht gar nicht mehr. Nur, dann müssen wir eben abernten. Los, komm, wir gehen raus aufs Feld. Und, nee, komm runter da. Und ernten nochmal schnell was ab. So, ach da. Kann ja gleich so hinlaufen. Sense raus. Na, da bin ich gespannt, wie viel wir da jetzt kriegen. Da ist noch gar nicht mal alles gewachsen. Ach so, ja, stimmt. Weil ich ja die Dinger weggemacht habe, die diese Chunkloader. Ja gut, dann kriegen wir jetzt eben nicht die volle Ladung. Ja, ist eben so. Aber ich könnte doch da wieder was hinsetzen. Ja, sinnvoll wäre es schon. Obwohl wir das jetzt eigentlich gar nicht mehr so häufig brauchen. Ja, dann lasse ich es mal noch.
Aber andererseits, ach komm her, was ist das für ein Aufwand, das jetzt mal schnell aufzubauen? Und wenn wir dann doch noch was brauchen, dann haben wir was da. Also, bauen wir mal auf. Ich habe das ja alles da, ich muss es ja nur machen. So, Sichel kann ich mal, die Sense kann ich mal eben wegmachen. So, Kollege Nummer 1, den setzen wir dann dahin. Der deckt jetzt das Wasser-Essenz-Feld ab und dann müssen wir da drüben noch den hinstellen für das Erdfeld. Das Erdfeld haben wir gleich irgendwie hier, so um die Ecke. Oh, es wird dunkel. Da ist die Leiter. Aber den Chunkloader können wir noch eben aufstellen. Da. Oh, was? Wo ist denn der hin? Der ist ja weg. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich habe da mal einen weggenommen. Okay. Ja, dann... Ich will gerne überall einen haben. Also werden wir jetzt noch einen Chunkloader bauen. Aber ich kann ja erstmal noch den Ton machen. Dann kann ich nämlich den fertigen Ton schon in den Ofen schmeißen. Und möglichst effektiv arbeiten. Hier, Moment, machen wir das mal. Das hier mal weg. Diese Samen, da kann ich da auch reinstecken hier. So, haben wir denn jetzt... Nee, es reicht nicht ganz für zwei. Haben wir dann noch ein bisschen was da? Ne, einen. Nee, wir brauchen da noch mehr. Ich muss mal nach unten. Wir müssen warten, bis diese Samen da durch sind. Da haben wir... Oh, schon vier. Dann brauchen wir nur noch... Noch drei. Okay, und jetzt nur noch einen. Sehr gut. Haben wir alles, was wir brauchen. Ich räume eben noch die Rotstein-Essenzen weg. Dahin. Boah, hat sich ein bisschen was angesammelt. Hat er jetzt noch einer? Einer ist noch da. Der kommt wieder weg. So, nochmal. Das hier geht gleich alles auf einmal und dann hier, das da. Zack, zack. Ja, noch ein paar Mal. Dann sind wir durch. Okay, gut. Dann also ab ins Lager. Moment, ich esse nochmal eben was. Ja, und so geht die Zeit um. Ja, ich dachte mir, ich könnte heute noch in dieser Aufnahme... Ne, Moment, falsche Taste hier so. In dieser Aufnahme noch weitermachen da an, mit den Elektrosachen. Ja, vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Aber, ich meine, ist ja nicht so wichtig, dass wir das unbedingt heute noch machen. Wichtig ist, dass wir hier was hinkriegen. So. So, wie viele haben wir da jetzt? Der hätte eigentlich da bleiben können, aber ja. So, in jeden Ofen drei Stück rein. Ah, da ging es ja auch noch um Holzkohle. Stimmt. So. So, und da. Okay, dann also auch noch Holzkohle. Noch brennen sie alle. Ja, okay, da ist noch ein bisschen Kohle drin. Da ist auch noch was, das reicht. Und das reicht erstmal noch. Das reicht auch nochmal und auch das. Okay. Ja, wie sieht es denn hier aus? Da ist ja eine Menge Holzkohle. Dann habe ich irgendwie doch schon für Holzkohle wieder gesorgt. Aber wenn ich schon dran denke, ein bisschen mehr kann ja nicht schaden. Oh, Traubenholz ist nicht mehr da. Da ist kein Traubenholz mehr da. Da müssen wir gleich noch was anbauen. Nee, das will ich da jetzt nicht nehmen. Fichte... Ja, komm her. Wir machen wieder mal ein bisschen Abwechslung vom Alltag. Also weiterhin. Wir bauen mal Tropenholz an. Und ernten das dann. Wo haben wir das denn? Tropenholz-Setzlinge. Ja, ich nehme mal 64 mit. Ich glaube, das reicht. So, da aber Nacht ist, nö, lege ich mich noch nicht hin. Wir arbeiten erstmal weiter und machen uns noch einen, das wollten wir ja auch noch machen, einen Chunkloader. Jetzt muss ich aber noch nachschauen, woraus der besteht. Eine Enderperle war auf jeden Fall dabei, das weiß ich noch. Eine Enderperle. Rotstein und Eisen. Okay. Eisen haben wir hier. Rotstein sollten wir auch ein bisschen was... Ja, okay. Es ist ein bisschen was, aber nicht viel. Nee, ich brauche hier nur einen. Chunkloader, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Eisenbahnen genügen. Und dann müssen wir eben doch nochmal hier zum Experimentierlager.
Ah, nee, oder war das hier, wo mir die... Ja, das war hier, wo mir die Holzkohle ausgeht. Ja, okay. Dann bringe ich auch da gleich was hin. Ja, ich nehme ruhig mal einfach das ganze Bündel her mit. Okay, dann wieder zurück. Und hier diese Taste hier, so. Mal schauen, ob ich mich noch an alles erinnern kann. Also jetzt erstmal hier den Chunkloader bauen. Zutaten dahin und einmal raus, so. Rotstein dahin. Moment, so. Dann setzen wir mal den Chunkloader raus. Das machen wir jetzt auch. Obwohl Nacht ist, ist ja nicht weit zu laufen. So. Da ist die Leiter. So. Und damit sollte das Erdfeld auch abgedeckt sein. Das ist ja gleich das hier da unten. Genau, da ist auch schon ziemlich viel, aber naja, gut, eigentlich könnte ich es gleich abernten. Genau, als wenn wir den Dings ja schon hingesetzt haben, dann ernte ich es auch gleich ab. So, ich muss nur eben da hinkommen. So, das dürfte... Ne, da war noch einer. Na, komm her. Ja, okay, das soll genügen. Was haben wir jetzt noch zu tun? Erstmal die Erdessenzen wegbringen. Ach ja, da in der Kiste war ja auch noch was. Moment, ich packe eben mal die Sense wieder weg. So, da ist alles durchgelaufen. Oh, Moment, von wegen alles durchgelaufen. Hier, gleich neu befüllen. Alles rein da. So, dann hier Wasseressenzen. Aufräumen, Erdessenzen. Damit rein. Dünger dahin. Okay, so, dann wollte ich noch zum Lager und ein wenig Holzkohle einpacken. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, es ist, ja, komm, wir nehmen die noch mit. Und das zum Experimentierlager. So, ich habe dran gedacht. Und zwar kann ich gleich mal hier was reinstecken und da und den Rest machen wir den bei Rohstoffen Gerümpel. Nee, machen wir bei Rohstoffen rein. So. Da habe ich noch Diamanten. Ja, okay. Und was ist das hier? Ach, weißer Ton. Ja, okay, weißer. Wir brauchen drüben bei der Talantenne ja hellgrauen. Ja, dafür ist aber gesorgt. Okay, so. Jetzt will ich wieder zurück zum Lager und mich erstmal hinlegen. Und dann gehen wir nach draußen und pflanzen einfach so mitten auf der Wiese ein paar Bäume. Und ernten sie dann ab. Ach ja, so hier, die mal so Abwechslung haben. Was den Plan unterbricht, finde ich ganz nett. Ich hatte auch die Idee, im Kreisdorf wieder weiterzumachen. Praktisch haben wir jetzt eine Zwei-Baustellen-Politik. Offiziell natürlich immer noch eine Drei-Baustellen-Politik. Aber ich bin jetzt eben auch darauf aus, dass die Dings fertig werden. Die Kringel. Ne, der muss dahin. So, Schaf, wenn du hier nicht weggehst und der Baum anfängt zu wachsen, kann das Böse für dich enden. Hatte ich schon mal mit einer Kuh erlebt. Und auch mit mir selbst. Irgendwann mal, keine Ahnung wann, schon länger her. So. Da, wer kann sich denn noch erinnern, wann wir das letzte Mal gemacht haben, beziehungsweise wo Bäume angepflanzt? So, zum Ernten. Ich weiß noch. Das war im Kreisdorf. Ganz am Anfang, da war gerade mal so diese Runde da gebaut. Da steht, glaube ich, heute immer noch ein Baum da. Eine Birke. Buchen gibt es ja hier gar nicht. Oder sogar noch mehrere Birken, die da rumstehen. Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, die kommen schon irgendwie weg dann oder bleiben dann doch stehen. Ist ja auch egal. So. Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Hier kriegen wir dann so viel Holz raus, dass ich kaum noch weiß, wohin damit. Naja gut, sollen die mal wachsen? Ach, guck mal, seht ihr das da? Das fällt mir gerade auf, da. Moment,
So, hier, da ist noch die Kerze vom Weihnachtsbaum. Das Ding da ganz oben. Habe ich letztes Jahr vergessen abzubauen. Jetzt kann es natürlich auch dranbleiben, denn bald ist es ja wieder soweit. Ein paar Tage haben wir noch. Ach, ich würde ja auch gerne mal hier aus diesem Schuppen dann noch was machen. Da hat die mal so eine Idee. So mit Netherziegeln den Schuppen ein bisschen irgendwie anders machen, ein bisschen schöner machen. Das ist einfach so ein eckiger Holzklotz, der einfach nicht schön aussieht. Ja, das könnten wir mal machen. Aber, das könnten wir eigentlich so als Zwischendurchprojekt machen. So das Grunddingsbums könnte eigentlich hier so stehen bleiben. Vielleicht an den Ecken da, dass wir dann da was machen. Aus Netherziegeln. Und dann einfach so ein Dach oben drauf. So ein Dachgeschoss irgendwie noch.